Das Wasser scheint zu einem unterirdischen Fluss oder so etwas zu gehören. Das Wasser scheint zu einem unterirdischen Fluss oder so etwas zu gehören. Es war viel zu tief, um zu den Katakomben zu gehören. Keine Chance, mich ohne Boot da rauszukriegen. Auf dem Kreis sehe ich das Siegel der Tempelritter und zwei Sätze auf Latein. Non omnis moriar und clarior et tenebris. Ich werde nicht völlig sterben, das Hellere aus den Schatten. Auf dem Boden ist ein großer Kreis markiert mit einem Steinblock in der Mitte. Um den Kreis sind Wörter in den Stein gemeißelt. In der Mitte des Kreises steht ein Steinblock. Ein gebündelter Strahl des Tageslichts fällt aus der Oberwelt herab und trifft genau auf den Steinblock. Ich bemerke drei Kerben außen an der Oberfläche des Steines. Das Licht von oben fällt auf den Edelstein und wird in fünf saubere Einzelstrahlen gebrochen. Jeder Strahl beleuchtet einen Buchstaben. Beim Siegel beginnend lauten sie M-A-R-I-B, Marib. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, was zur Hölle das heißen soll. Wieder in Nikos Apartment. Nico, ich habe sie gesehen. Wen? Die Templer. Ich spionierte ihnen bei einem Treffen in den Katakomben nach. Und du hast Ritter gesehen? Echte Templer? Ich beobachtete eine Gruppe von Typen, die sich als Templer verkleideten. Sie sind hinter so etwas wie dem Schwert von Baphomet her. Der falsche Doktor war da, der Typ, der Marquis getötet hat. Die Schriftrolle ist der Schlüssel, wie wir vermutet haben. Sie führt zum zerbrochenen Schwert, was immer das sein mag. Und welche Rolle hat der Mörder in dieser Geschichte? Er soll sie aufhalten. Diese Neotempler sind Männer und Frauen in einflussreichen Positionen. Siehst du den Zusammenhang? Plantar war einer von denen. Der Mörder tötete ihn wegen der Schriftrolle, damit sie das Schwert nicht finden. Aber jetzt haben wir das Manuskript. Ja. Wie können Sie dann erwarten, das Schwert zu finden? Ich weiß es nicht. Du hast was von einer Linse und einem Typen namens Klausner erzählt, der nach Syrien ging. Offensichtlich haben Sie nicht die Bedeutung des Ortes Ihres Treffens erkannt. Nachdem Sie weg waren, habe ich einen Steinsockel und eine eingemeißelte Inschrift gefunden. Ich legte den Edelstein auf das Dreibein, direkt unter einen Lichtstrahl. Der Edelstein teilte den Lichtstrahl und beleuchtete die Buchstaben M-A-R-I-B. Marib ist ein Dorf in Syrien. Dann haben die Neotempler einen Vorsprung. Klausner führte mich mit dem Rätsel dahin. Du wirst doch da nicht selber hingehen, oder? Warum nicht? Die Typen sind verrückt und gefährlich. Und dabei fällt mir ein, du solltest den Edelstein hier lassen. Okay, was ist mit dem Dreibein? Ich schicke es an André zurück, ohne Absender. Möchtest du diesen Jonglierball? Hast du getrunken, George? Nein, wieso? Weil du Blödsinn redest. Meinst du, ich sollte nach Marib gehen? Es ist ein weiter Weg nach Syrien, George. Oh, hi. Hallo, mein hübscher Freund. Was denken Sie über meinen Ball? Ich fange seine Vibrationen auf. Er wird weit reisen. Vielleicht komme ich später nochmal vorbei. Nicht vielleicht, Monsieur. Das werden Sie ganz sicher.
Ja, guten Tag. Ja, Inspektor. Was halten Sie von meinem Ball? Ich bin etwas zu alt für Spiele, Monsieur. Ich muss jetzt wieder los. Viel Glück, Inspektor. Ich hoffe, Sie schnappen den Killer bald. Verzeihung. Nicht so schnell. Ihre Personalien bitte. Hä? Wozu? Falls Sie einen Unfall haben, dann wissen wir, wohin wir Ihre Leiche schicken sollen. Hören Sie, ist das wirklich nötig? Ich bin hergekommen, um mit Rosso zu sprechen. Ah, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Fällt Ihnen dazu etwas ein? Das ist ein Jonglierball. Ich habe diese rote Nase in der Nähe des Café de la Chandelle Verte gefunden. Eine Clownsnase? Genau. Der Typ, der sie benutzt hat, ist ein gemeingefährlicher Killer. Wenn Sie meinen, Monsieur. Kennen Sie den Mann auf dem Foto? Non, Monsieur. Ich habe ein sehr schlechtes Personengedächtnis. Haben Sie mal was von einem Typen namens Moala gehört? Nein, Monsieur. Können Sie sich vorstellen, was das für ein Werkzeug ist? Oui, Monsieur. Das ist ein Messstab. Kennen Sie den Club Alamut? Nein, Monsieur. Wissen Sie, was das für Pulver ist? Wie gibt's aus, Monsieur? Haben Sie eine Ahnung, was man mit diesem Gerät macht? Natürlich, Monsieur. Damit misst man den Blutdruck. Ich habe dieses Taschentuch gefunden. Rex, was zum Teufel ist das? Ein Beweisstück. Beweis wofür? Mayonnaise-Schmuggel? Das klebrige Zeug ist Theaterschminke. Ah, und das soll mich jetzt fröhlich stimmen, ja? Ich schlage vor, Sie überlegen sich lange und genau, was Sie mit Ihrem Leben anfangen, Monsieur. Ich möchte Ihnen die Hand schütteln. Möchten Sie wegen tätlichen Angriffs auf einen Polizisten verhaftet werden? Hä? Ich habe den Buzzer längst gesehen, den Sie in der Hand verstecken. Gab es irgendwelche Berichte über einen verdächtigen Clown? Ja... Deswegen gab es heute Morgen schon Theater. 3 Festnahmen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und Sie sagen, da war ein Clown beteiligt? Ein Clown und eine besonders anstößige Skulptur. Mit Ballons. Haben Sie mit dem Schurken irgendwas zu tun, Monsieur? Nein, ich doch nicht. Wo ist Sergeant Mouet? Sergeant Mouet? Haben Sie das denn nicht gehört? Was gehört? Ist ihm was passiert? Mouet ist tot. Sie machen Witze. Non, Monsieur. Das ist... Wie? Warum? Der Tod eines Polizisten ist nie eine Überraschung, aber immer ein Schock. Aber Sergeant Mouet, er war so... Ich weiß, ich weiß. Er war flexibel wie ein Revolverlauf, aber sein Herz war so warm wie... eine frische Urinprobe. Kann ich Inspektor Rosso sehen? Es tut mir leid, aber er hat Anweisung gegeben, ihn nicht zu stören, Monsieur. Wissen Sie irgendetwas über Rossos psychische Techniken? Ich kann über die Methoden meiner Vorgesetzten nichts sagen. Alles, was ich sagen kann, ist, dass Inspektor Rosso viele Erfolge zu verzeichnen hat. Er ist ein guter Detektiv? Einer der besten. Er ist ein Ehrenmann mit einem ausgeprägten Pflichtgefühl. Sie würden nicht sagen, dass er spinnt? Zumindest nicht ihm ins Gesicht, Monsieur. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Der Polizist ist nicht viel älter als ich. Auf seinem Gesicht spiegelt sich angestrengte Konzentration.
Verzeihung. Oui, Monsieur. Sagt Ihnen dieser Ball etwas? Nein, Monsieur. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Hi, André. Hallo, George. Fällt Ihnen zu diesem Ball etwas ein? Das ist ein Jonglierball. Ich finde Jongleure toll. Hätte ich mir denken können. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. Sie sind wieder da? Oui, ich bin zurück. Hallo. Hallo, Monsieur. Vielleicht doch nicht. Also, ich hätte nicht erwartet, Sie hier schon wieder zu sehen. Non. Nun, es ist etwas merkwürdig, aber ich bin dienstlich hier. Dienstlich? Aber Sie sitzen doch nur hier rum und trinken Wein. Non, ich trinke nicht nur Wein. Ich bin in geheimer Mission hier. Moment mal, irgendwo fehlen mir bei dem Lied ein paar Noten. Sie tragen doch Uniform. Präzise beobachtet, Monsieur. Meine Tarnung ist die eines pflichtvergessenen, weintrinkenden Wachtmeisters. Sie haben mich glatt überzeugt. Merci. Aber in Wirklichkeit ist jeder Muskel gespannt, jeder Nerv aufs Äußerste bereit. Ich bin angespannt wie eine Stahlfeder, bereit zum Zuschlagen. Patzong! Auf wen oder was gedenken Sie denn zu patzongen? Sie müssen doch von dem Terror gehört haben, der Paris in seinen eisigen Klauen hält, Monsieur. Sie meinen die Morde? Wenigstens unternimmt endlich mal jemand etwas. Pah, Leute sterben jeden Tag. Non, non. Ich bin auf der Fährte des berüchtigten Jacques de la Grande Canalisation. Ich, also, wer? Jacques de la Grande Canalisation, der Terror der Unterwelt. Er zeigt sich hier, er zeigt sich dort. Die Polizei kommt, er ist fort. Ist er unter der Sorbonne oder unter dem Maison Drac? Er kann überall sein, der verdammte Jacques. Bravo, das ist richtig gut. Merci. Ich habe die halbe Nacht daran rumgedient. Wer ist dieser Jacques de la Grande Canalisation überhaupt? Na, wenn wir das nur wüssten, dann hätten wir ihn innerhalb einer Stunde verhaftet. Aber er ist gerissen. Um die Kanalisation unserer schönen Stadt zu entweihen, hat er viele Maskeraden benutzt. Er hat sich als Polizist ausgegeben und einen armen Kriegsveteranen hinters Licht geführt. Oh, oh. Er hat einen Jongleur gespielt. Oh boy, ist das denn zu fassen? Und einen amerikanischen Touristen. Wo stammen Sie eigentlich her, Monsieur? Kanadier. Also, Vanette, ich muss los. Tschüss dann. Naja, nicht viele Leute können von sich sagen, dass sie eine Pariser Legende geworden sind. Wahrscheinlich hält er mich für den mysteriösen Jacques de la Grande Canalisation. Und das Letzte, was ich im Moment gebrauchen kann, ist eine Verhaftung wegen Verbrechen gegen öffentliche sanitäre Einrichtungen. Hey, Sie, was haben Sie da zu suchen?
Lassen Sie gefälligst den Deckel in Ruhe. Sofort! Tut mir leid, war nicht böse gemeint. Bleiben Sie da bloß weg! Das Regenrohr hängt ziemlich schlapp und nutzlos rum. Thank you.